gestern haben wir an dieser Stelle darüber gesprochen, dass der Auftakt in das Weihnachtsgeschäft in den Vereinigten Staaten von Amerika außerordentlich erfreulich gelaufen ist. Und heute gibt es zur Bestätigung weitere positive Signale vom Einzelhandel in den Vereinigten Staaten beziehungsweise von denen, die einkaufen gehen, nämlich den Verbrauchern. Das Vertrauen der Verbraucher in den Vereinigten Staaten von Amerika nimmt nämlich zu, deutlich zu. Im November ist es gestiegen, der dazugehörige Index, zumindest des Conference Boards, ist gestiegen auf 56 Punkte von 40,9 Zählern im Oktober. Das gab dem Markt am Nachmittag weiteren Rückenwind, nachdem er bereits am Vormittag positive Signale bekommen hatte. Zumindest sind Meldungen positiv aufgenommen worden. Italien hat nämlich neue Anleihen begeben, hat dort 7,5 Milliarden Euro eingenommen. Das Ganze ging relativ reibungslos über die Bühne. Und das wichtige Signal hierbei ist, dass sich Italien am Anleihenmarkt nach wie vor refinanzieren kann. Allerdings, und das ist eigentlich die Negativseite, zu neuen Rekordhöhen, was die Zinsen angeht. Denn man muss hier für eine dreijährige Anleihe 7,89% bezahlen von Seiten des italienischen Staates und für eine zehnjährige Laufzeit 7,56%. Im Vergleich dazu, die zehnjährige war vor einem Monat vom Zinssatz noch bei 6,06% und die dreijährige auch deutlich tiefer bei 4,93% im Monat Oktober. Aber die positive Nachricht war, dass es überhaupt noch Investoren gibt, die Italien tatsächlich hier Geld zur Verfügung stellen. Und das Ganze half dann dem Markt. Der deutsche Aktienindex kletterte deutlich an, im Hoch bis auf 5.826 Zähler. Jetzt am Nachmittag liegt er bei 5.777 Punkten mit 32 Zählern oder 0,6% im Plus. Zwischendurch gab es dann hier auch mal Gewinnmitnahmen bei Call-Optionsscheinen, aber jetzt zum Nachmittag pendelt das Ganze gemütlich aus. Der Eurex Sentiment Index pendelt auch im Bereich der Nulllinie. Kein klarer, eindeutiger Trend ist jetzt mehr erkennbar. Aber K+S investiert Milliarden in Kanada. Das hat bei den Einzelwerten für Furore gesorgt. Die Aktie selbst 2,6% im Plus. Einer der stärksten Gewinner bei 39,32 Euro. Anleger halten hier Calls, nehmen teilweise auch Gewinne mit. Das heißt, auch hier ist es heute gut gelaufen.